Moin Moin, wir haben heute den 26.06.2022. Ja, und heute geht's wieder los. Sebastian ist gerade auf dem Weg zu mir. Wir werden heute Stormchasen gehen. Ja, zur Wetterlage. Wir liegen auf der Vorderseite von einem umfangreichen Tiefdruckgebiet, was westlich von uns ist. Und das sorgt dafür, dass subtropische Luft nach Deutschland geführt wird. Komm raus, ich bin da. Los, let's go. Ja, ich wollte jetzt eigentlich filmen, wie Sebastian ankommt, aber er ist schon da. Ich packe ihn nix. Ja, gute Quali. Jetzt habe ich den Homie hier hinter mir. Ich weiß nicht, ob man sieht. Sieht man ihn? Ja, und jetzt geht's los Richtung Süden. Aber wie weit nach Süden, wissen wir noch nicht. Das ist nämlich heute... Ich fange jetzt erstmal Hessen an, würde ich sagen, ne? Wie ich es auch Hochformat mache. Der muss jetzt hier noch seine 7 Sachen packen, schnell ins Auto rüber. Kochen 2. Jo. Ja, und dann, wir haben es jetzt kurz nach 12, geht es jetzt erstmal nach Süden, auch ein bisschen straffer, würde ich erstmal sagen. Falls wir Richtung Baden-Württemberg fahren, dass wir da auch wirklich rechtzeitig sind. Ja, erwartungstechnisch, ja, also ich denke mal schon, dass heute auf jeden Fall einige kräftige, auch unwetterartige, vielleicht Unwetter unterwegs sein werden. Super zählen wahrscheinlich nur im äußersten Südwesten, so was die Dynamik angeht. Aber es kann ja auch immer mal eine Überraschung geben, ne? Das muss man einfach sagen. Es kann immer für eine Überraschung reichen. So, wir sind jetzt hier auf jeden Fall auf dem Schnellweg, Messeschnellweg, verlassen jetzt Hannover nach Süden. Ja, es sind hier aktuell 28 Grad und ja, es heizt jetzt auf jeden Fall hier gut ein. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier ein bisschen was geht, aber wie gesagt, im Süden sind die Bedingungen ein bisschen besser. So, kleines Update. Wir sind jetzt hier bei Northeim, fahren jetzt weiter Richtung Süden, sind gleich in Kassel angekommen. Das ist die aktuelle Radarsituation. Wir haben westlich von uns einige Niederschläge und es brodelt halt so ein bisschen. Wir haben jetzt hier so Richtung Sauerland, ja, also die ersten vielleicht Cumuluswolken, die ein bisschen ausgelöst haben. Mit dabei ist auch Torben. Wir sind hier gerade bei Twitch online. Torben ist nämlich jetzt auch unterwegs und zwar, der nimmt sich die Region Hannover vor. Ja, mal gucken, was wir heute so erwischen. Ne? Sind auf jeden Fall in 2 Autos unterwegs. Und ja, versuchen natürlich das Beste rauszuholen. Ne? Und es hat jetzt bereits richtig ausgelöst und zwar orografisch beim Harz. Das ist was für Torben. Hier sieht man sehr schön die Zelle direkt bei Goslar. Da ja, könnte für Torben schon die erste Zelle in Reichweite sein. Ja, Torben ist auf jeden Fall hier an der ersten Zelle dran. Ne? So, ich stehe jetzt hier aktuell in Burgdorf, habe mich bei Hannover positioniert. Jascha und Sebastian sind ja jetzt weiter auf der A7 Richtung Süden unterwegs. Ich muss jetzt gleich tanken und beobachte hier jetzt schon mal die ersten Auslöse bei Goslar und werde dann höchstwahrscheinlich so Richtung Braunschweig und dann Richtung Süden vorstechen. So, auf dem Weg Richtung Hildesheim, kleine Standortverlagerung, damit man wieder bessere Sicht auf die Zelle hat. Der südliche Teil, der starke Kern, etabliert sich immer mehr von dem Teil und der ist hinter mir. Man sieht dort hinten den richtig schönen Chor und ja, ich werde jetzt immer noch nördlich Hildesheim anpeilen. Ich melde mich ein letztes Mal. Chasing ist vorbei. Wir haben jetzt wieder 24 Grad. Das heißt, ich mache mir jetzt auf den Weg nach Hause und ja, hoffe, dass die Jungs da unten heute Abend noch ein bisschen System kriegen und noch ein paar Blitze fotografieren können, vielleicht eine kleine Front. So, wir sind jetzt hier auf jeden Fall auf der A6 bei Karlsruhe gleich. Haben jetzt hier auf jeden Fall vor uns schon die erste gute Quellung. Mussten uns gerade durch den übelsten Stau irgendwie kämpfen, weil die A67 komplett irgendwie gesperrt war. Und Google Maps hat das nicht drin, richtig ätzend. So, wir stehen jetzt hier aktuell bei Karlsruhe, da wo die Fahne ist. Und ja, südlich am Schwarzwald bei Willing-Schwenning hat es jetzt ausgelöst. Und wir sind jetzt in der Findungsphase, uns Richtung südliches Pforzheim, westliches Stuttgart zu positionieren, um die erste Zelle des Tages abzufangen. Ja, er hat einen guten Aufwind, die Zelle hier, ne? Wo wir dran sind. Schön freistehend ist das Ding, Alter. Im Süden ist richtig schön. Das ist richtig geil freistehend. Das Gefühl auch die einzige Wolke hier in Baden-Württemberg. Ja. Ich kann gleich auftauchen. Ja, rechts, ja, rechts ist es. Ja, ich sehe doch da schon was. Ich sehe doch da schon den Südrand der Zelle.
Ja, so ein bisschen. Doch, doch, da ist was. Ja, ja, so ein paar Quellis. Nee, unten geht's wohl raus. Ah, so ein paar Quellis. Da, da, das ist dunkel. Ja. Das ist die Glocke. Die ist doch da. Links. Klingeling. Ich sehe das doch, Mann. Aber ich glaube, das sind Quellungen dahinter. Das haben wir schon. Schön wegtrocknet. Jetzt muss man dadurch gucken können. Oh ja. Ein bisschen. Oh ja, da ist was drunter. Scheiße. Das tut gleich ein Touchdown. Alter, diese Bäume immer. So, kleines Lagerupdate. Wir sind jetzt an der Zelle dran. Da ist das gute, tote Stück, sage ich mal. Blitzt noch ab und zu, hat jetzt hier auch einen stärkeren Kern. Man sieht ja sehr schön, wie jetzt hier ja, alles im Base-Bereich wegtrocknet. Ne? Man kann schon durchschauen, es sind keine richtigen Quellungen drunter, drüber. Und ja, also durch Niederschlag kann man mittlerweile auch durchgucken. Ne? Die dürfte jetzt wahrscheinlich in den nächsten Läufen hops gehen. Ich sehe auch wirklich keine Ansätze jetzt von irgendwelchen neuen Quellungen, also dass jetzt die Zelle sich noch mehr erholt. Müsste man halt wirklich mal abwarten. Ne? Das ist halt super schade. Ne? Ja, nervt halt. Ja, man sieht es ja auch auf Blitzortung, die weißen Blitze, das sind die frischen Blitze, kommen fast gar nichts dazu. Ja, wir hätten wahrscheinlich jetzt 20, 25 Minuten bisschen, also eher sein sollen, dann wäre es gut gewesen. Ja, hier in Frankreich formiert sich inzwischen die, die Zelle, die später Action für Action sorgen soll. Ja, blitzt schon ein bisschen. Soll ich auf jeden Fall auf dem Weg Richtung Osten verstärken. Ja, aber das hier mit der vorlaufenden Zelle... Das ist halt wirklich super ärgerlich, ne? Wie es genau eine Zelle war und wir sind stehen jetzt direkt dran und dann hast du hier sowas, ne? Pah. Ja, Leute, und das hier ist der gute Rest von dieser Zelle. Also, man hat hier noch so den Eisschirm, der hier oben ist und wo es ausregnet. Und das hier sind die Reste von der Base. Also hier rüber hat sich mal das Gewitter versorgt, ne? Man sieht ja schon, wie es tot ist. Ich habe das Ganze mal auf Zeitraffer, gucken wir uns jetzt mal an. Genüsslich, wie so ein Gewitterchen sterben kann. Gewitter auch deshalb, weil als wir angekommen sind, hat es tatsächlich noch ein, zwei Mal geflackert. So, wir sind jetzt weiter auf dem Weg Richtung Rheingraben. Spekulieren da auf die Gewitter, die jetzt in Frankreich sind. Und fahren hier gerade an der Burg Hohenzollern vorbei. Übelst das Ding auf jeden Fall. Richtig schön, wie es da irgendwie die Burg auf den Berg thront. Ja, auch mit dem Weg jetzt. Der Weg und dann die Burg. Jo, Alter. Glaube ich, das übelste Ding, ne? Ja. Wow. Stell dir mal vor, das hast du im Vordergrund. Nein. Er hat jetzt 5 Minuten oder so gefilmt. Warum? Weil ich nicht auf Stopp gedrückt habe. So Leute, kleines Update. Wir sind jetzt hier in Freiburg. Ja, schöne Altstadt hier. Nervt jetzt natürlich, weil wir hier wirklich durch müssen. Aus Frankreich ziehen jetzt richtig kräftige Gewitter auf. Die haben sich jetzt wirklich in der letzten halben Stunde massiv verstärkt. Und auf die haben wir es jetzt abgesehen. Wir fahren jetzt so ein kleines Stückchen nach Norden, also weichen von unserem eigentlichen Plan ab, eher Richtung Basel zu fahren, sondern fahren halt ein Stückchen nach Norden. Und ja, werden dann dort uns versuchen, vor die Zelle zu setzen, die jetzt da gerade aus den Vogesen rauskommt und ja in den Rheingraben zieht. Ich hoffe, das passt alles zeitlich. Hier ist gerade schon wieder Todesverkehr. Wir brauchen noch bis zur Autobahn 6,3 Kilometer. Ja, schauen wir mal, ne? Was halt? So, wir haben jetzt Freiburg hinter uns gelassen. Freiburg im Breisgau, sind jetzt ein kleines Stück nördlich und fahren Richtung Straßburg. Wie man hier schön auf Blitzortung sieht. Das nördlichste Ding, wovon wir gar nicht ausgegangen sind, ballert jetzt richtig gut durch. Also das hat komplett durchgezündet. Das hatte eine kurze Schwachphase über dem Vogesen und hinter dem Vogesen geht das jetzt echt extrem steil. Hier sieht man das auch einmal. Ja, da ist jetzt mit kleinen bis mittelgroßen Hagel zu rechnen. Es blitzt halt wirklich richtig gut. So, hier links auf jeden Fall das Monster. Für was wir uns jetzt positionieren wollen. Blitzt auch schön.
Langsam sind wir so ein bisschen vorweg. So, wir haben jetzt noch dieses kleine Waldstück hier vor uns, wo wir gerade langfahren. 4,2 Kilometer. Vor uns blitzt es schon immer wieder stark. Ja, hier sieht man auch, jetzt wird der Wald weniger. Auf der rechten Seite, auf der linken Seite wird er auch gleich weniger. Und dann müssten wir rein theoretisch dieses Teil, was aus Westen kommt, genau bei uns haben. Wir sind gespannt. Hier vorne kommt ja auch schon gleich ein Weg. Soll ich auch den nehmen? Ja, wir können ja gleich freestylen. Gucken. Gleich erstmal auf Sicht gucken. Und wenn wir das Ding sehen, dann bleiben wir stehen. Ja, hier kommt gleich links ein Weg. Ich würde sagen, den nehmen wir direkt. Ne? Ich bin gerade ein bisschen verirrt, warum das nicht weiter blitzt. Ja, weil's pass auf, der bremst. Links abbiegen. So, hier links. Da blitzt es. Was sagst du dazu? Hier links und dann dabei? Nee, das noch ein kleines Stück. Oh, ist gut am Flackern hier. So, wir sind jetzt zwischen Straßburg und Offenburg im Rheingraben und haben hier eine schöne, fette Shelf-Cloud, ich denke mal mit eingelagert, oh, die hat aber auch viele Stockwerke, mit eingelagerter Mesozyklone. Blitzt ganz gut, war auch richtig auf dem Radar richtig giftig. Oh, mal gucken, ob wir da überhaupt ankommen oder ob wir vorher hier aus den Kurven fliegen. Let's go! So, Zeitraffer läuft. Da haben wir auf jeden Fall eine fette Zelle. Ich muss auch noch. Sehr schön. Richtung Frankreich ist das, über den Rhein rüber. So, bei Twitch sind wir gleichzeitig auch noch online. So, das heißt, die Community hat jetzt hier auch mal ein bisschen was zu sehen. Schöne Shelf Cloud, nice, blitzt. Ja, dürfte auch eine Meso sein tatsächlich. Ne? Also gerade in dem Bereich, da geht es wahrscheinlich hinten rein. Wir stehen jetzt wahrscheinlich einen Ticken zu weit östlich. Können jetzt das Ganze hier halt schön sehen. Ne? Sehenswert, dass der Wind von hinten rechts kommt. Genau, haben hier auch Inflow auf jeden Fall. Jo. Naja, könnte jetzt noch eine Stunde früher sein. Aber im letzten Licht des Durinstag haben wir doch noch was. Ja, schönes Ding auf jeden Fall. Mal gucken, wie es hier heute weitergeht. Nicht schlecht. Ryder, zieht euch mal bitte unseren Standort rein. Violett bewarnt mit Rotation. Das Ding zieht jetzt hier direkt auf uns zu. Wahnsinn. Geil. Das spiegelt doch nichts. Was spiegelt denn da? Hier, guckt euch mal den Kern an. Wahnsinn. Zieht direkt vor uns lang. Hier, das ist unsere Zelle. Auch südlich davon sind weitere Zellen. Guckt euch mal bitte diese Perlenkette von Superzellen an, Alter. Was ist das denn? Wahnsinn. Richtig geil. Hier. Zack, 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 zack. Alter, wie schön, richtig gut. Ich finde das schon erstmal hier. Das sieht schon ganz geil aus. Ja, ja, auf jeden Fall. Wollen wir das erstmal? Alter. So, also hier nochmal mit meiner DSLR, kleines Update. Das hier ist auf jeden Fall eine fette Meso, die gerade auf uns zugezogen kommt. Wir stehen jetzt hier ganz, ganz, ganz im Osten. Ich dachte schon, ich habe nicht auf Stopp gedrückt. Hier ist dein Telefon zum Hochladen. Boah. So, wir stehen jetzt hier bei Offenburg, Straßburg. Rote. Alter, das ist so rot, da hasse es so sehr, ne? Ja. So, wir sind jetzt wieder auf dem Auto unterwegs Richtung Baden-Baden und werden wahrscheinlich kurz noch ein Stückchen nach Westen, also Richtung Frankreich stechen. Das ist unsere Route, noch 14 Minuten und das ist das aktuelle Radarbild, da sieht man richtig schön die fette Zelle und unseren Standort. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen so mit Forstlöse zu kämpfen, aber vielleicht wird die ja weggesnackt. Jo.
Let's go! Bei deinem anderen Standort. Ich glaube, das ist zu weit im Dings. Im Westen, das meine ich einfach, weißt du? Ja. So, kleines Update. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg Richtung Süden. Waren jetzt gerade in Baden-Baden tanken. Ja, die Idee nach Norden zu fahren war dann letztlich doch nicht so toll. Wir fahren jetzt ein Stückchen nach Süden, haben da auf jeden Fall noch ein System. Ist leider schon ein bisschen Vorwegauslöser. Wenn wir es jetzt von vorne freistehen, würden wir es auf jeden Fall richtig feiern. Aber es wird auf jeden Fall ja, ein bisschen regnen. Gut, vielleicht kommt es ja trotzdem gleich auf uns vernünftig zugezogen. Man sieht vielleicht noch irgendwas. Hier könnte ich mir auch eine Shave Cloud vorstellen. Richtig ärgerlich ist jetzt hier dieses Zeichen, dieses Monster ganz im Süden. Und zwar noch in Frankreich, nördlich vom Jura. Das ballert natürlich richtig, ne? Aber das wird südlich Freiburg lang gehen. Ja, es ist, ich sag jetzt mal, quasi unerreichbar. Das ist die Situation auf dem Radar. Wir haben hier einmal im Norden unser System, was wir eben gerade hatten. Da hat es ja immer mal wieder rausgeblitzt, es hat geregnet, aber es hat vorweg so viel geregnet, dass wir leider gar nichts machen konnten. Und hier diese Wurst, Zitat Sebastian, ja, die zieht jetzt halt Richtung Freiburg. Ist im Süden tatsächlich noch ein bisschen ausgeprägter Richtung Basel, aber da kommt man einfach nicht hin. Deswegen spekulieren wir jetzt hier Richtung Freiburg, dass wir uns da hinstellen, in der Hoffnung, dass es so halbwegs trocken ist. Und dass wir vielleicht noch eine schöne Shave Cloud erwischen. Jo, wir stehen jetzt hier am Standort und von vorne kommt auf jeden Fall eine Unterkante an. Wir hatten uns jetzt hier natürlich ein bisschen mehr Struktur versprochen. Blitzt immerhin ab und zu. Wir stehen jetzt hier allerdings auch im Regen, deshalb können wir jetzt nicht so richtig vernünftig aussteigen und das aufnehmen. Da in so. Das bestimmt großen Uhr, vielleicht die da unten vor Basel. Oh, hier, jetzt krieg ich noch Turmsonnengewitter. Ja. Explodieren gerade. Blitz halt noch nicht. Sah das so mesomäßig aus? Ja, doch auch. Halt nur übelst groß. Halt HP, ne? War mal komplett rumgewickelt. Hm. Nur eine Rohrklausur. Fett. So, wir sind jetzt hier auf unserem Standort, mitten in den im Regen und unser Homie Torben hat bei Estofex gestöbert, also hat bei Estofex gestöbert und hat ein Level 3 für morgen entdeckt. Wow, einfach mal für Südostbayern, richtig kleines Level 3, aber nicht schlecht. Jo, so wie es aussieht, werden wir uns das auf jeden Fall holen, ne?
weil sonst nur Level 1 tatsächlich, auch in Ostdeutschland. Kleines Level 2 um das Level 3 herum. Ja gut, da sieht es halt definitiv am besten aus, ne? Keine Frage. So, wir stehen jetzt hier in der Nähe von Freiburg. Haben jetzt hier noch eben gerade schön das Gewitter abziehen lassen. Das ist halt so in dieser Richtung, also hinterm Auto. Und ja, wir stehen jetzt hier an so einem Badesee, auf so einem kleinen Parkplatz. Und werden jetzt schlafen. Oh, da hat es nochmal geblitzt. Gute Nacht. Ja.